Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir klauen heute den Mähdrescher von dieser Farm. Ach, das finde ich auch cool, dass da immer... Ach, schade, jetzt kommt da nichts mehr raus. Und jetzt kommt da hinten so ein... eine Blutlache raus. Das ist ja auch toll. So, nehmen wir die zwei hier auch nochmal mit. Und die nächsten nach vorne dann auch noch. Und wir haben auch eine neue Waffe, muss man dazu ja auch ganz kurz sagen. Und zwar das Gewehr. Das Gewehr, das haben wir von denen hier bekommen. Die haben die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. So, dann überfahren wir die halt auch nochmal. Na, kommt her. Ihr wollt doch alle. Das Ding ist groß. Hier ist genug Platz für alle. Selbst für dich. Und sogar für dich. Ach, du willst nicht mit. Schade. Oh. Da verfolgen sie uns jetzt. Und wir sollen zu diesem gelb markierten Punkt auf der Karte. Wir können leider auch nicht aussteigen. Und, uns um den so nochmal kümmern. Da wir, man sieht es an unserer Gesundheitsanzeige, kaum noch Gesundheit haben. Und ich glaube, es ist nicht das Klügste, mit einer Mähdrescher durch den Wald zu fahren. Und da unten ist es. Oh, oh. Und das Ding raucht langsam ziemlich heftig. Ja, und das Ding liegt auf den Schienen. So, und jetzt ganz vorsichtig fahren. Nicht, dass uns das Ding noch auf den letzten Metern hochgeht. Scheiße. Ja, der Mähdrescher ist Schrott. Da ist die Mission wirklich nochmal auf den letzten Metern gescheitert. Ich glaub's nicht. Ne, also wir hätten hier jetzt wirklich nur runterfahren müssen und in diese Scheune da rein. Aber daraus wird jetzt leider nichts. Blöd. Wirklich blöd. Ja, ich würde vorschlagen, ich mache die Mission nochmal. Weil ich will euch die nicht noch ein zweites Mal antun nach der Sache hier mit Big Smoke. Diese Big Smoke-Mission, wo wir diesen Zug verfolgen mussten. Also ich will nicht, dass ihr sowas nochmal erleben müsst. Also würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Euer Frido. So, da bin ich auch schon wieder. Und wir fliegen jetzt wieder im Mähdrescher. So, ich habe mir jetzt übrigens mal so einen kleinen Weg angeguckt. Wir fahren einfach hier lang und müssen dann unten bei der Truhe rauskommen. So, einfach hier weiter geradeaus. So. Sieht doch hinter uns her. Nee. So. Und dann sind wir auch schon da. So. Man, you've brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the whoop-de-doo is ready. Just make sure you get that cash. Hey! Carl, it's Caesar. What's up? Bad stinky shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me. She's okay for now. The Varios Los Aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, they don't mean jack in Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. I just got some shit to take care of, and, No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine.
Mission erfüllt, Respekt plus. Und wir haben eine neue Mission bei Caesar. Ja, die ist hier unten. Da fahren wir mal schnell hin. So. Als ich vorhin nämlich auch so ein bisschen, habe ich auch so ein bisschen rumprobiert, als ich die Mission gemacht habe. Und es gab einen viel kürzeren Weg hier auch zur Farm und da oben hin. Den habe ich aber leider nicht, gefunden während der Aufnahme. Aber im Nachhinein habe ich ihn dann doch gefunden. Und den haben wir jetzt auch mal genutzt. Jetzt sind wir nämlich hier schon bei der Brücke und müssen keinen Umweg durch San Fierro machen oder sonst wo. Oh, oh. So. Dann sind wir auch gleich da. Und ich frage mich, was Caesar erledigen wollte, ob wir das sogar noch mit ihm zusammen erledigen müssen. Und was der Gute jetzt noch zu sagen hat. Oh, da haben wir gerade jemanden vom Fahrrad geworfen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber egal. Und ich habe mir auch mal angeguckt, weil man sich ja hier so ein Haus kaufen kann. Das wäre das hier vorne. Das kostet aber 20.000. Und ich muss sagen, dafür sind mir 20.000 nicht wert. Weil das hat nicht mal eine Garage und nur um sich umzuziehen und in einem Gebäude zu speichern, ist auch jetzt nicht so wichtig. Wir können ja dann doch erstmal noch so rumlaufen. So. Ich würde sagen, wir speichern dann noch jetzt nochmal schnell. Ah, hier vorne können wir speichern. Gut. Und man sieht, ich habe auch ein bisschen mehr Munition verballert. Aber der Kampf war wirklich nicht so einfach. King in Exile. Hey Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look, you going to the barrio with that Big Willie bullshit and you gonna get shrimp. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those Chota pigs Tenpenny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, no, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no yay. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just lay low and I'll be back. Hello? Where'd you been, asshole? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You've been hanging out with those sticky putas! No, no. If you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit, right? Ja, da hat Catalina uns nochmal nett angesprochen. Und wir haben jetzt eine weitere, ich sag mal, Endlos-Mission bekommen. Also so ganz endlos ist die jetzt nicht, aber die kann man öfter mal machen. Und zwar haben wir ja gerade erfahren, dass der Smoke Autos schicken lässt, wo im Kofferraum lauter Gras sein soll. Und man kann die dann überfallen. Ich hab's nie hinbekommen. Aber wenn man das hinkriegt, dann soll man da, glaube ich, auch mit Kohle kriegen. Und ja, der Part ist ja auch schon so gut wie um. Und ich würde sagen, es lohnt sich auch nicht mehr wirklich jetzt zu Catalina zu fahren. Und wir schauen uns dann hier nochmal so ein bisschen um.
Und es würde mich auch interessieren, ob es hier irgendwo auch nochmal einen Klamottenladen gibt. Mal schauen. Nee, so wie es aussieht, nicht. Und hier sind offenbar auch überall Häuser. Hier natürlich ein Haus zu haben, wäre natürlich auch gut, aber wiederum bei der Catalina kann man auch speichern. Dem CJ, dem wird offenbar auch nicht wirklich kalt. Weil er sitzt hier auf dem Motorrad und hat nur Boxershorts an. Naja. Oh. Wir können ja nochmal ganz kurz nach dem Flammenwerfer suchen. Ich habe den immer noch nicht gefunden auch. Ich muss dazu auch sagen, ich hätte mich jetzt auch nicht so unbedingt weiter nach umgeschaut. Aber ich würde den ganz gerne mit euch finden und euch auch mal zeigen, wo der ist. Ich erinnere mich nur noch, dass es da mal einen gab, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Das können wir mal ganz kurz abfahren. Oder uns, oh, bei der Raststätte da vorne nochmal genau umgucken. Aber ich würde sagen, das machen wir jetzt auch nicht. Man merkt vielleicht, dass ich gerade so ein bisschen die Part strecke. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was man so schnell machen kann. Ich wollte auch gleich mal eine Aufnahmepause machen. Aber man kann sich ja so einfach mal so ein bisschen die Gegend angucken. Ich meine, das ist ja auch nicht verkehrt. So, was ist hier noch so? Ist hier bei den Häusern vielleicht eine Waffe? So wie es aussieht, nicht. Hier ist so nochmal unser schönes neues Gewehr. Und das war mein Timer, den man wahrscheinlich mal wieder gehört hatte. Ja. Ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Frido. Dann beim nächsten Mal fahren wir dann auch zu Catalina. Ja. Und wir machen noch schnell ein Foto. So, das sieht super aus. Und hier nochmal eine Nahaufnahme von den beiden. Ach, schade, nur von ihm. So, das war's dann jetzt auch. Wirklich. Bis zum nächsten Mal. Euer Frido. Ciao.